Und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, 7 Tage zum Sterben. Also, da hinten ist schon mal ein Zombie. Da wollen wir nicht hin. Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich hin möchte. Jedenfalls nicht in der Nähe von irgendwelchen Zombies. Ich will auf alle Fälle. Das wollte ich nicht wegschmeißen. Ich wollte auf alle Fälle mal hier nach den Punkten gucken. Und zwar. Du hast nicht die erforderlichen Fertigkeitspunkte dafür. Ja, ist okay. Hier auch nicht. Haben wir überhaupt schon Fertigkeitspunkte? Nein, wir haben noch gar keine. Wir haben noch gar keine Fertigkeitspunkte. Das ist aber auch nicht so schlimm. Die bekommen wir auch noch. Wir haben jetzt von der Karte auch noch nicht viel aufgedeckt. So, das haben wir jetzt auch erstmal soweit. Und wir haben hier schon Level 39 Axt, gell? Das heißt, können wir wieder zerlegen hier. Zerlegen. Also die gehen bis 600, glaube ich. Ja, 600 ist das Maximalste. Und wir bauen gleich wieder welche nach. So, wir müssten natürlich auch mal... die Holz brauche ich jetzt noch nicht wirklich. Ich suche mir jetzt am besten erstmal ein Haus und baue da einen Schlafsack. Ich suche mir dann erstmal ein Haus. Aber natürlich ein Haus, was auch ein bisschen was aushält. Und dann werden wir definitiv mal Werkzeuge und Fallen, Munition und Waffen, einen Holzbogen. Wir bauen jetzt erstmal den Holzknüppel. So, jetzt haben wir nämlich schon Steinachs 52. Zerlegen. So, wie sieht es mit der Nahrung aus? Ist noch gut. Wasser ist auch gut. Ja, gefertigter Holzbogen. Alles klar, den wollte ich sowieso bauen. Und gefertigte Pfeile. Machen wir mal. Was kommen maximal? 15. Ja, fertigen wir die mal. Also ein Schneegebiet möchte ich jetzt noch nicht. Da hinten ist auf alle Fälle auch noch ein Zombie. Wir gehen mal hier hoch gucken. Ich hoffe nur nicht, dass hier gleich ein Zombie steht. Ich gehe mal hier oben lang. Da hinten steht eine Hütte. Ach so, das ist aber auch nur so ein Holzfällerlager. Okay, ich würde dann doch in die andere Richtung gehen wollen. Weil hier rechts ist das Schneegebiet, da möchte ich jetzt noch nicht hin. Und berg runter geht es natürlich schneller, gell, ist klar. Da möchte ich jetzt noch nicht hin, weil es viel zu kalt dort ist. Dort wird man relativ schnell sterben. Da ist ein Zombie. Da will ich nicht hin. Nein. Was kommt so außer Atem? Oh, nice.
was zu essen. So, wir gehen erstmal weiter. Weiß nicht, wo es herkam. Aber ich weiß, dass hier momentan nicht viel Zombies sind. Da hinten ist wieder einer. Wir müssen uns hier irgendwo durchschmuggeln. Und wir brauchen ein Haus, was wir erstmal halbwegs sicher machen können. Brauchen wir erstmal ein Haus, was wir halbwegs sicher machen können. So. Ist natürlich, wie gesagt, schwierig. Ich kenne mich jetzt auf der Karte nicht wirklich aus hier. Aber das soll nicht das Problem sein. Wir finden uns schon zurecht. Ich muss nur bis zum Tag 3 oder 4 war es, glaube ich, ein halbwegs sicheres Haus haben, dass ich dann schon anfangen kann mit Schaufeln. Weil wir wollen nämlich unseren Bunker in die Erde unten reinbauen. Einen richtig schönen Bunker. Und das war mir klar. Hier vorne ist natürlich wieder Mist. Ist hier vorne auch ein Zombie? So, hier vorne ist natürlich ein Haus. Etwas größeres. Oh mein Gott, das ist sogar eine Stadt. Eine Stadt, weil das ist nämlich das Krankenhaus hier. Das ist sogar das Krankenhaus. Ich muss immer auf meinen Rücken ein bisschen aufpassen. Okay, gut. Ich krieg den also mit meiner Axt auch down. Hast du was? Nee, hat noch nicht mal was für mich. Okay, dann ist... Ach halt, wir müssen ja den ein bisschen verarbeiten. So, wir müssen den ein bisschen verarbeiten. Ich wollte natürlich sagen, wir könnten hier in das Krankenhaus reingehen und uns da erstmal einen sicheren Raum suchen. Okay, eigentlich nur ein Schrott dabei. Was haben wir hier drin? Halt, na komm her. Schießpulver ist immer gut. Da hinten ist auch noch einer. Zombie. Okay, das dauert jetzt ewig. Was haben wir hier? Ein Müllhügel. Ja, wenigstens eine Feder drin. Ja, aber das Problem ist jetzt hier, selber bis ich mich hier durchgearbeitet habe. Es ist Weihnachten. Das heißt, wir müssten uns wahrscheinlich einen Vordereingang suchen. Vordereingang, aber das ist halt schwierig.
Das wird wahrscheinlich schwierig, wenn wir da vorne auf den Zombies rumgeistern. Ich will jetzt mal den Bogen nehmen. Ich will jetzt mal den Bogen nehmen. Und muss mal schauen, ob wir hier vorne die paar Zombies irgendwie wegkriegen, wenn denn da welche sind. Denn wir müssten uns vor der Dunkelheit auf alle Fälle noch hier in dem Krankenhaus niederlassen. Hier sieht es aber bis jetzt gut aus. Nein, 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 nein. Okay. Okay, da kam jetzt ein Hund. Hier geistert noch irgendwo einer rum. Da ist er. Da ist noch einer. Ich stelle jetzt mal da Wagen rum, okay. Muss nur aufpassen, dass keiner von hinten kommt. Oh, 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 das war ein Headshot. Noch mehr, Leute, es reicht langsam. Oh, der war vorbei. Aufpassen, dass ich mich hier nicht am Auto fest hänge. Oh. Ja, das ist schon extrem. Das ist schon extrem. Vor allen Dingen, es wird jetzt langsam dunkel. Ich muss mich einbauen. Ich muss mich unbedingt in das Krankenhaus hier einbauen. So, ich muss mich unbedingt hier in das Krankenhaus einbauen. Okay, wir können ja die Dose schon mal essen. Das heißt, dann können wir die nämlich aufnehmen. So, der war leer. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist hier der Eingang? Hier ist der Eingang, okay. Okay. Kommt jetzt keiner und es ist ganz schön dunkel, gell? Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Ich hoffe, ihr seht noch ein bisschen was. Ich muss mal schauen, ob ich das vielleicht ein bisschen heller stellen kann, dann in der nächsten Folge. So, alles klar. So. Trinken und Nahrung haben wir noch. Wir werden gleich noch ein paar Holzrahmen bauen und uns erstmal einbauen. So, ich werde erstmal schauen, ob ich euch das nicht ein bisschen heller machen kann. Gamma. Gamma. Anwenden. Und auf OK. Zurück. Naja, gut, ist auch nicht wirklich heller jetzt, gell? gut, aber in der nächsten Folge wird das wahrscheinlich dann heller werden. So, jetzt bauen wir noch schnell ein paar Holzrahmen. Und zwar gefertigte Holzrahmen.
Holzrahmen finden wir vermutlich hier. Ja. Zwei Stück fertigen. So. Genau, platzieren ist ja mit der rechten Maustaste. Und aufwerten ist auch mit der rechten Maustaste. Ich will erstmal eine Etage höher. Wo komme ich denn hier eine Etage höher? Hier komme ich eine Etage höher. Es ist natürlich ziemlich dunkel. Ihr seht, glaube ich, gar nichts mehr. Option. Okay, ich gucke mal, dass ich vielleicht Gamma noch ein bisschen hochgestellt bekomme. Machen wir auf 130 anwenden. Okay. Zurück seht ihr aber auch nicht viel mehr. Ich sehe jetzt ein kleines bisschen mehr. Okay, nichtsdestotrotz, die Folge ist vorbei. Ich suche mir jetzt hier noch eine kleine Stelle, wo ich halbwegs sicher bin. Ich würde sagen, hier hinten drinne. Machen wir jetzt hier noch kaputt. Und dann sage ich erstmal, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt flüstere, aber wenn... Das heißt, jetzt ist es Nacht. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.